Ja, grüß euch meine Allerbesten und willkommen zurück hier zu Captain of Industry. Ich bin euer Tribun hier beim Deutschen Spieleverein. Und wir haben ja in der letzten Folge hier die medizinischen Produkte 1 herstellen lassen. Da werden wir uns heute mal um die medizinischen Produkte Nummer 2 kümmern. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar hätte ich ja gern 2 Montage-Robotisch... Was ist das denn hier? Weg. Für die medizinischen Produkte 2, halt eine, die dann direkt hier für die 3 verbraten wird und eine für die Stadt selbst. So, da habe ich nämlich schon mal was vorbereitet, und zwar, was brauchen wir dafür? Wir brauchen halt diese medizinischen Produkte 1, die bauen wir ja schon, und Antibiotika. Antibiotika 24 mal, 6 kommen hier raus, also brauche ich hier die 8 Produktionen für Antibiotika. Und die 8 Produktionen für Antibiotika brauchen 8 mal Zucker, 8 mal, also 8 mal 3 Zucker, 8 mal 0,75 Ammoniak und 8 mal 6 Sauerstoff. Das wird dann hier mitgeliefert und hier mitgeliefert. Und der Ammoniak wird auf Wasserstoff und Stickstoff, und den Stickstoff kriegen wir hier sogar mehr als gratis raus. Also wenn ich den ganzen Krempel da jetzt irgendwie so verpacken, dass es erstens schön aussieht, nein, warte, dass es auch irgendwo hinpasst. Zwar habe ich mir überlegt, das gerade hier in die Nähe zu bauen, wo der Zucker ist. Hier ist ja großer Platz. Wo ist der klüger, dass sie hier oben hin zu... Ja, komm, bauen wir das einfach hier oben hin. So. Machen wir das einfach mal hier hin. So, dann müssen wir uns jetzt eine Zuckerschnute dahin ziehen. Das bedeutet, ich habe mir neu geladen, dann holen wir am besten die richtigen Förderbänder. Wir müssen hier hoch, hier rüber, hier ganz runter. Oh, dies passt nicht. Da schau, guck. Ach, da kriegen wir schon so hin, ne? Ne, das ist eigentlich kurios. Moment, wait a minute. Wenn ich das hier so mache, ne? Und dann hier so einen Schüttgutaufzug dran knalle. Und den auf die maximale Höhe da hoch mache. Dann erst mit dem Zucker da ankomme. Zack. Müsste das passen. Haha. Mega. Das gefällt mir schon mal. So, jetzt muss ich hier durch, dann da hinten durch, hier, oh Gottes Willen, da geht auch ganz schön viel durch schon. Hier durch, dann hier abbiegen, um dann hier durchzugehen. Ja, hier ist der Medizinquatsch. Gedöns. Okay. Die Richtung ist jetzt bekannt. Ergo versuchen wir da jetzt irgendwo durchzukommen. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen uns Mühe geben. Wie wäre es, wenn ich jetzt hier... Nee, ich brauche mindestens 2 für dieses Förderband-Dingsbums. Flacher Aufzug. Nee. Hä? Nicht flacher Aufzug. Schön, gut. F. 1, 2, 3. Wo sollst hier... Die kann keine Stützen bauen. Erzähl mal nichts. Nein, das soll auch nicht geschehen. Also manchmal verlübt und verlobt er ein bisschen viel, hä?
Was ist das so hoch? Das ist eins zu hoch. Schütt gut. F. 1, 2. Ja, 2 ist es. Aha. So, und von hier aus haben wir ja gesagt, hier hinten irgendwo lang. So. So. Hier drunter durch. Da entlang. So. Schütt gut. F. 1, 2. Zack. Drücken für wieder weg. So, auf der Seite ist eh schon alles verbaut. Ich muss dann nach vorne. Dann schon mal. Ja, so. Runtergehen. Da kann er wieder hochgehen. Dann kann er nämlich hier durch einfach durchhasseln. So. Bau das mal einfach. Jupp. Jupp. Alles klar. Zucker müsste dann hier bald ankommen. Irgendwann. So, um den Zucker haben wir uns gekümmert. Müssen wir uns jetzt nur noch hier so ein U-förmiges Förderband holen und das mal hier so. Das könnte ich eigentlich viel, viel enger bauen, ne? Weil das sind eigentlich Rohre. So. Machen wir uns ein U-förmiges Förderband und ziehen das jetzt einfach mal so laut dran. Nein, das gefällt mir nicht. Und tada! So. Aber hier kommt jede Menge CO2 raus. Genau, das war ja da. Da war ja was. 3, 6, 12, 24 CO2. Das heißt, ich werde hier so ein CO2-Rohr bis hier hinten hinziehen müssen. Also, Na, schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Bis dahin ist der Zucker schon mal gekommen. Wieso fließt er nicht weiter? Was soll das? So, wir holen uns mal hier schon mal eine Überführung. So. Dann brauchen wir hier wieder U-förmiges Förderband. Zieh mal da bitte durch. Bis dahin. Schüttgutaufzug, drehen. 1, 2, Bums. Bums. Und einmal bauen. Und einmal bauen. Bumm. So. Dann brauchen wir die da.
diese Konstruktion da. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Und wie ihr sehen könnt, hier habe ich schon ein bisschen Erde aufgeschüttet. Das hat sogar einen Grund. So. Lumps. So. Halt, stopp. Falsche Rohrleitung. Den kommt da rein. Den kommt da rein. Der kommt bis hierhin und da rein. So. Das wäre der Sauerstoff. Kann er auch schon mal bauen. Flup. 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 Ist das nicht schön, wenn man einfach fröhlich vor sich hin bauen kann? Wir bleiben da eigentlich immer übrig. Oh, guck mal, man sieht kaum, dass ich mit irgendwas baue. Außer, dass hier die ganzen Roboter mal plötzlich sich bewegen. Aber ansonsten, ja, läuft, ne? So, und dann brauche ich den Ammoniak, Dingensbumsgerät. Und das machen wir hier mit. Bumm. So, da brauchen wir hier noch Wasserstoff. Haben wir hier irgendwo Wasserstoff anliegen? Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Da haben wir Wasserstoff. Also haben wir hier eine Wasserstoffleitung. Sehr schön. Freut mich, dass ich da eine Wasserstoffleitung habe. Jetzt kommt hier mal ein kleines Lager hin. Bumm. So. Zack. Zack. Hier wird Priorität da entlang gedrückt. Und hier kommt dann was kommt dann da dran? Oh, ganz schön eng. Eng ist gar kein Ausdruck. Ist nur an das Graue anschließen. Nur an das Graue anschließen. Oh. So. Was für ein Wirrwarr. Blopp. Wird natürlich noch nichts hergestellt, weil noch kein Ammoniak da ist. Hier brauchen wir Wasserstoff. Wasserstoff. Da. Boom. Also ziehen wir uns hier gleich mal eine Wasserstoffleitung. Hier ist wirklich keine Wasserstoffleitung. Verhext. So. Moment. Nochmal überprüfen. Ja, Wasserstoff. Oh, das ist die letzte Leitung, die da durchpasst. Da gehen wir jetzt parallel zum Zucker. Fast parallel zum Zucker. Oh, da ist kein Platz mehr. Das ist natürlich schade. Da ist noch Platz, da können wir ja bestimmt noch eine Rohrleitung durchlegen. Einfach so, weil ich das möchte. Und plumps.
Schnull liefern und hier muss noch ein schnell liefern hin. So. Oh, wie schön das aussieht. So, so, so. Dann kommt hier auch Wasserstoff an. Stickstoff. Ah ja. Da war ja was, was ich mir schon überlegt hatte. Und zwar, wenn die den Sauerstoff noch nicht verarbeitet kriegen, müssen die das ja mal ablosen, ne? Priorität da entlang. Da wird einfach mal Sauerstoff in die Atmosphäre geblasen. Ich hoffe, das gibt keine Luftverschmutzung. So. Und so haben wir dann Unmengen an Antibiotika. Vielleicht. Wenn wir jetzt hier genug Ammoniak herstellen. So, dann brauchen wir jetzt noch flaches Förderband. Ich gern hier so. Flump. Flump und Flump. Aber werde man jetzt nicht so viel auf Vorrat hier bevorraten. Auf Vorrat bevorraten, alles klar. So, das gleiche machen wir hier auf der Seite. So, einer mehr. Einer mehr, habe ich gesagt. So. Und so. Dann das noch alles lustig verbinden. So. Es darf gebaut werden. So, Ammoniak wird produziert wie die Blöden. Die ersten paar Antibiotika sind da. Hurra! Was mir auch aufgefallen ist, meine Sandproduktion hier hinten ist zu wenig. Ich brauche genau doppelt so viel Sand, verbrauche ich, als ich hier produziere. Wenn alles läuft. Und das passiert manchmal, weil mir ist das aufgefallen, als hier plötzlich kein Filtermaterial da war. Als hier kein Filtermaterial da war, wurde hier der giftige Schlamm nicht mehr gereinigt. Als der giftige Schlamm nicht mehr gereinigt wurde, sind die Yellow Cake Produktionen hier eingeschlafen. Und als die eingeschlafen waren, ist hier kein angereichertes Uran mehr rausgekommen. Und als das angereicherte Uran nicht mehr rausgekommen ist, wurde hier auch kein angereichertes Uran 20% hergestellt und irgendwann war hier auch Schicht im Schacht mit Kernbrennstoff und dann ist plötzlich der Brüter hier ausgefallen. Ja, das war ein interessantes Unterfangen. Ich habe einfach fast alles ausgeschaltet, was ich habe an Produktionen, um dann das da mehr oder minder wieder retten zu können. Eigentlich ganz witzig. So, jetzt brauchen wir ein Röhrchen. Von hier nach da. Man darf ruhig bis hier hinkommen. Ah, ne. Bis hier hin und dann hier durch. Gucken wir mal, ob wir jetzt alle da anschließen können. Den und den und den. Das gleiche hier. Hui. Blups. So,
Schließen wir mal lustig diese Sachen an. So. Sehr schön. Obwohl ich das CO2 noch nicht wegkriege, womit fährt der dann da rum? Die LKWs bringen CO2 weg. Das ist neu. Also für mich ist das neu. Aber okay. Damit kann ich leben. So, jetzt muss ich mit dem CO2 hier durch dieses ganze Gewirrwarr bis da hinten hin. Uff. Da, 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 da. Okay, irgendwie so. Versuchen wir es mal. Zack. Drück mal direkt mal R. So, hier durch. Drunter, drüber. Drunter, drüber. So. Was? Was ist, wenn es trotzdem, obwohl ich R gedrückt habe, sich trotzdem nochmal verbindet? Ich hasse es. So. So, wo ist denn da noch einer frei? In der Mitte wäre, glaube ich, noch was frei, aber uff. Doch über dem Zucker wäre noch was frei. Probieren wir das mal. So, bis hierhin. Bis dahin. Dann über dem Zucker her. So. So. Hier irgendwie durch. Nicht da drüber. So. Gehen wir mal hier entlang. So. So, dann ein Überfahrtdingen hier setzen und ein Überfahrtdingen hier hinsetzen. Schnell liefern, schnell liefern, schnell liefern. Dann brauchen wir nur noch hier so ein. What's that? So. Ich brauche hier einmal das Meerwasser. Und einmal das CO2. Passt beides. Flup. Hallo? Das passt beides. So. Und dann müsste jetzt hier irgendwann mal CO2 ankommen, dass der dann
zusammen mit Meerwasser in den Boden pumpt. Kohlendioxid. Was ist los? Warum macht er nicht? Aha. Wahrscheinlich war die Leitung noch nicht fertig gebaut. Aber jetzt ist die Leitung fertig gebaut. Ergo wird der sein CO2 los. Und wir produzieren Ammoniak ohne Ende. So. Ammoniak ohne Ende und da die 2. Flupp. Das ist schon mal für 3. Ammoniak ohne Ende. So. Einmal Ammoniak. Einmal das da. So, dann brauchen wir von dir aus. Oh, von dir aus. Hallo? Was für ein Kokolores hier jetzt. Ach, was mache ich denn da? So. Was ist das flach? Ja, flacher Aufzug. So, und da kommt jetzt ein großes Lager hin. Lager, Grotz, andersherum. So. So. Und bau. So. Passt, wackelt halt Luft. So, Ammoniak kommt an. Ich meine, Antibiotika kommen an. So, medizinische Produkte 1. Jetzt fließt das mal. Kommen auch an. Er baut. Und wir haben die ersten medizinischen Produkte 2. So, sobald wir 60 haben. Super. Können wir dann nämlich schon mal die Klinik hier hinten eröffnen. Juhu, wir eröffnen eine neue Klinik. So, das da gefällt mir schon mal so gar nicht, ne? So. Dann brauchen wir nämlich hier medizinische Produkte 2. Hier brauchen wir ja medizinische Produkte 2 vollhalten. 5? Das ist auch nur 9. Und hier medizinische Produkte 2 und hier ist medizinische Produkte dann 3. Medizinische Produkte 3. So, dann bauen wir mal die Klinik. Blub. So, im Moment haben wir für Krankenhäuser 1,20. Das muss natürlich noch hier hingeschleppt werden dann. Aber Produktion läuft. Die ersten 400 sind schon da. Die erste 400 sind schon da. Erste 400, erste. Das kann man schon mal ausschalten. Dafür haben wir ja hier der tut nicht gut.
Moment, den machen wir mal auf 5. So. Die haben schon mal ein bisschen Stahl rangeschleppt. Wir brauchen hier Stahl, wir brauchen hier Stahl. Könnte sich doch fast lohnen, hier so ein Förderband hinzulegen. Ah, Quatsch. Vielleicht irgendwann ein Zug. Soll ja in Update 3, soll ja ein Zug kommen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. So, hier kommen... Ah, die kommen, jetzt kommen sie. Da kommen unsere Freunde mit der Medizin. Die Medizin rettet uns das Leben. Ich weiß gar nicht, wo die Luftverschmutzung nachher holen. Und plumps. Und plumps. So, jetzt müssen wir halt einfach nur noch... Gesamter Siedlungsbedarf 41,2. Ja, ganz schön schnell verfressen, das da. 41,2. Ich glaube, 48 produzieren wir mindestens. Genau, es ist... Nein. Also, es ist 48 und das, was halt nicht von Medizin 3 gefressen wird. Aber... Keine aktive Krankheit. Wir kriegen plus 20 Gesundheit. Vielleicht irgendwann mal. Also Krankenhäuser macht jetzt 1,4 statt 1,2. Hä? Die sollten viel mehr bringen. 0,8 Einigkeit mehr. Also insgesamt 1,6 Einigkeit mehr hätte es auch bringen müssen. Okay, es gibt gerade keine aktive Krankheit. Aber ich kann ja jetzt nicht auf eine Krankheit warten, oder? Wie sieht es hier aus? Auch 41,2. Egal, wir haben jetzt eine neue Klinik eröffnet. Sollten jetzt mehr Einigkeit bekommen. Also mehr als das. Und sollten auch mehr Gesundheit bekommen. Beides nicht. Naja, vielleicht zeigt es ja seine Wirkung, wenn wirklich mal eine Krankheit ausbricht. So, ich gucke auf die Uhr, wir haben schon wieder eine halbe Stunde vollgeknallt. Also werden wir uns in der nächsten Folge Medizinprodukt 3 in Angriff nehmen. Obwohl ich noch vorher das mit dem Seil, mit dem, guck mal da. Das muss noch gebaut werden. Einer hat, wie ist er noch, Andy hat glaube ich gefragt, was das da für große Frachtdocks sind. Das sind halt jetzt die Max-Frachtdocks. Ich weiß, ich habe das schon mal beantwortet, aber... Jo. So, und hier, die Frachtdocks werden jetzt abgerissen. Nein. Also... Ist alles abgerissen... Nur nicht das, was ich wollte. Und die Leitung da muss weitergehen. Wo fährt denn der jetzt hin? Bleibst du hier? Also wir müssen das... Die Module müssen zuerst entfernt werden. Ja, dann machen wir das mal. So. Ihr verbratet das alles, das ganze Zeug verbratet ihr mal. So, das Schiff muss nämlich dann hier hinkommen. Genau. Ich hab so viele Schiffe. Komm hier weg damit. So, keine verfügbaren Frachtdepots. Das ist schon so richtig. So. Nein. Ich möchte gerne diese Förderbänder da weg haben. Super. Klasse. Prima. Und hier. Ah, guck mal, da ist ja schon. Halt, stopp. Das soll ein Wasserstoffschiffchen sein.
Kein Benzin. Meisterstoff, hau ab, du Luftverpester. Ah, hier kommt jetzt ein großes Schüttlager hin. So. Sagen wir mal hier. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. So. So. Blups. Oh, sehr schön. Ja. Muss ja jetzt nicht so oft fahren, ne? So. Frachtdepot wurde ersetzt. Wir machen jetzt da den Sand. Und genau hier machen wir erstmal ein Schüttgutlager hin. So. Und dieses Schüttgutlager bekommt zwei davon. Genau. Eins. Zwei. Und mach dann da das rein. Dann brauchen wir die drei da. Ich hoffe, ich kriege die hier alle hin, die sechs Stück. Wird knapp. An den Rand packen. So. So. Eins, zwei. Und dann kommt hier ein großes Schüttgutlager hin. So. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. So, und jetzt müssen wir nur noch von hier aus. Das ist eigentlich noch mit den denen da. Einfach weil es geht, mache ich das da drüber. Naja.
Hallo? Wie lustig der da manchmal umspringt, ey. Egal wohin. So. Ups. Ne, den nicht. Halt, stopp. Ach, egal. So, ach, egal. Wofür ist das da eigentlich? Kalkstein? Also, da könnte man eigentlich auch bauen, ne? Kalkstein könnte ich ja auch schon mal bauen. So, bumm. Dann ist... das da drin und dann bauen wir das auch noch. So, schnell liefern. Und dann können wir hier oben den ganzen Koloris abreißen. Stopp. So, abreißen. Oh, die können das doch mal ruhig verbraten noch. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar. Ihr kennt es ja. Abo sowieso und über Unterstützung sind wir auch noch froh. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Oh, guck mal, da kann auch schon wieder weg. Hä? So, hä? Was genau tun die da?